Ich verspreche dir einen schönen Sommer. 20 Kurzgeschichten, eine davon ist von mir, Link in der Infobox. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte und die Web-Talkshow, das ist mehr als nur Freundschaft. Deswegen freue ich mich immer, wenn jemand da ist. Heute zu Gast ein brandneues Gesicht, aber zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Web-Talkshow zu Gast. Herzlich willkommen, Leon Waschik. Wie geht's dir und wo bist du? Grüß dich, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Danke, mir geht es sehr, sehr gut. Ich freue mich, dich zu sehen und jetzt endlich auch mal in Arztmontur. Wie lange liegt der erste Drehtag zurück mittlerweile? Mein allererster Drehtag bei den jungen Ärzten war im Dezember 2020, so rum. Ganz so lange ist es noch nicht her. Dezember 2020, da hatte ich meinen allerersten Drehtag und seitdem dann über die Monate bis heute durchgängig. Und wie läuft das, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt diese neue Hauptrolle, das ist jetzt mein erster Drehtag. Lernst du da alle kennen oder habt ihr euch vorher schon mal getroffen? Wie läuft sowas? Das kommt ein bisschen drauf an. Also da ich jetzt natürlich bei einem laufenden Projekt dazu kam und das nicht der allererste Drehtag auch dieses Blogs war für die Folge, war es so, dass ich dann tatsächlich morgens alle am Set kennengelernt habe. Und da ist dann bekanntlich nicht ganz so viel Zeit auch, aber man sagt dann kurz Hallo und dann geht es eigentlich auch schon in die Proben, in eine Textprobe und dann eine Stellprobe, dann spielt man die Szene schon mal durch und dann muss man schauen, dass man schnell warm wird. Bam, bam, bam. Und gab es denn eine leichte Szene als allererstes oder haben sie gleich voll, muss es gleich in OP? Leicht finde ich es erstmal keine Szene, wenn man so ganz neu dabei ist. Man muss sich da auf alles so ein bisschen neu einstellen. Aber das Schöne war halt, dass das Team total warmherzig war und auch meine Kollegen und Kolleginnen mich total nett aufgenommen haben. Ich habe erstmal den absoluten Kardinalsfehler, glaube ich, gemacht, dass ich meine Kollegin Sanam, die ja ihre Rolle heißt ja Dr. Sherbas, dass ich erstmal Sherbas falsch ausgesprochen habe. Ich habe erstmal Sherbas gesagt. Da wurde ich dann auch freundlich von der Kollegin darauf hingewiesen, dass natürlich ihr Rollenname ein bisschen anders ausgesprochen wird. Da habe ich dann doch gemerkt, okay, ich bin vielleicht ein bisschen aufgeregter, als ich mir eingestehen wollte. Sanam Afrashi, eine der tollsten Schauspielerinnen, die wir haben. Du hast viele, viele Szenen mit ihr zusammen, gerade in der ersten Folge, bei der du aufschlägst. Wen spielst du denn jetzt überhaupt bei In aller Freundschaft, die jungen Ärzte? Ich spiele Florian Osterwald, ein neuer Assistenzarzt am Johannes-Thal-Klinikum, der frisch aus dem Studium kommt und dann seinen ersten Arbeitstag am JTK hat. Der, sagen wir mal, so semi-erfolgreich läuft. Also er startet, glaube ich, sehr, sehr positiv und sehr motiviert in diesen Drehtag. Also ich in diesen Drehtag und Florian in seinen Arbeitstag. Und dann merkt er, okay, es ist doch noch mal was anderes, wirklich zu arbeiten, als das in der Theorie zu lernen oder vielleicht auch bei einem Praktikum. Wer die Folge natürlich verpasst hat, kann sie noch mal in der ARD-Mediathek sich anschauen. Dort sind dann auch alle Folgen nach der Ausstrahlung verfügbar. Und viele werden sich natürlich denken, Moment, 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 war der nicht gerade bei Alarm für Cobra 11 noch irgendwie Polizist und hat er nicht zwischendurch bei Even Closer noch Medizin studiert? Bei dir geht's ganz schön ab in den letzten Jahren, oder? Es war ein interessanter Wechsel vom Polizisten jetzt zum Arzt auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, ich darf so einige Jobs hintereinander einfach mal so durchprobieren. Wobei man ja auch sagen muss, ich habe ja BWL noch studiert, also noch ein ganz anderes Feld. Und jetzt durfte ich als Polizist schon mal arbeiten, jetzt bin ich Arzt. Aber meine Oma hat es gefreut. Sie schaut selber total gerne die jungen Ärzte und sie fand mich als Polizisten ganz toll, fand das schön zu sehen und freut sich jetzt erst recht natürlich, wenn die Folgen von den jungen Ärzten ausgestrahlt werden. Wo hast du denn eigentlich studiert? Ich habe in Berlin studiert und klassisch BWL auf Bachelor, also auch wirklich fernab von Film und vom Schauspiel. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, du hast in Paris studiert. Ich habe auch in Paris studiert, genau. Ich habe mein Auslandssemester da gemacht. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr dann in Paris verbracht und bin da dann auch zur Uni gegangen. Paris oder Erfurt? Wow, okay, das ist ein interessanter Vergleich. Ich mag Erfurt super gerne, das kann ich auf jeden Fall sagen. Paris hat mir auch ganz gut gefallen, aber ist auf jeden Fall deutlich stressiger als Erfurt. Was mir aber in Erfurt super gut gefällt, ist diese schöne Altstadt. Ich wohne auch nicht ganz weit davon entfernt und die Erfurter und Erfurterinnen sind, finde ich, wahnsinnig herzlich und aus Berlin kennt man das ja nicht unbedingt immer so diese Freundlichkeit. Das gefällt mir auf jeden Fall gut dort, ja. Wie du ganz wunderbar in nur einer Antwort Paris und Berlin beleidigt hast, ist wirklich herausragend, Leon. Glückwunsch. Beide Städte mag ich natürlich sehr gern. In der ersten Episode, in der du dabei bist, ist das Thema Demenz mit drin. Es geht um eine Patientin, die ankommt. Man weiß nicht so ganz, was mit ihr ist, aber es ist sofort klar, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Sie hat auch sehr wenig Worte, die sie verwendet. Und deine Figur, hatte ich den Eindruck, reagiert anders, als man normalerweise reagieren würde. So, da war
irgendwas war da noch drüber. Also irgendwas, du weißt natürlich mehr als wir und du wirst jetzt auch sicherlich nicht so viel verraten können, aber da ist ja wahrscheinlich noch eine Ebene. Ist das schwierig dann für dich? Du machst das ja, bist schon so lange im Business dabei, aber ist das schwierig zu wissen, okay, ich spiele das, ich meine das, aber darunter liegt eine ganz andere Ebene. Ist das schwer? Es ist auf jeden Fall spannend, das zu spielen. Man wird sehen, eben in der ersten Folge und auch durch die weiteren Folgen zieht sich das so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, da gibt es vielleicht noch was, wovon Florian nicht erzählt, seinen Kollegen und Kolleginnen nicht erzählt, wovon aber auch die Zuschauer und Zuschauerinnen erstmal noch nichts wissen können. Das ist wahnsinnig spannend, das zu spielen. Das Interessante ist dann aber auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen am Set, also die Schauspieler, auch nichts von dieser Geschichte wussten. Bis ganz lange. Und ich habe das auch versucht, so ein bisschen geheim zu halten und davon erstmal nichts zu erzählen, damit sie eben das vielleicht auch nicht im Hinterkopf haben, okay, und nicht wissen, was passiert da noch mit Florian, was ist die Geschichte, warum hat er da vielleicht auch eine Verbindung zu manchen Patienten und Patientinnen, woran liegt das? Und da hat es auf jeden Fall geholfen, das am Set dann auch geheim zu halten. Wie lange musstest du denn geheim halten, dass du bei den jungen Ärzten dabei bist? Das waren eigentlich so die ersten paar Monate. Dann war aber auch klar, okay, man kann es eigentlich nicht mehr verbergen. Ich habe auch regelmäßig schon Nachrichten bekommen, hey, das ist doch das JTK, die haben irgendwie den Drehort erkannt, haben natürlich auch früher oder später, haben die dann natürlich auch, war es klar, ich fahre von Berlin nach Erfurt regelmäßig. Da konnte man dann vom Ausschlussprinzip relativ schnell drauf kommen, dass es vielleicht die jungen Ärzte sind. Also das konnte ich nicht ganz so lange geheim halten. Schloss Einstein, da bist du als Schüler zu alt, als Lehrer zu jung, das ist natürlich schwierig. Da bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Und war das ein ganz normaler Casting-Prozess oder hast du gesagt, hey Leute, ich bin jetzt soweit, ich würde gerne junger Arzt werden? Und die haben gesagt, okay Leon, komm mal vorbei, wie läuft sowas? Also so wie du es gerade beschrieben hast, so hätte ich es gern gemacht. So läuft es aber natürlich klassischerweise nicht oder vielleicht noch nicht. Das läuft, glaube ich, bei großen Hollywood-Stars vielleicht so, dass die Hand heben können und sagen, hier bin ich, die Rolle möchte ich spielen. Ich war ganz normal, regulär bei einem Casting und bei dem Casting war auch schon eine Kollegin mit dabei und dann ging es nochmal die nächste Runde nach Erfurt und da haben wir dann in der Notaufnahme auch die Casting-Szene gedreht. Das heißt, mit Kameramann, mit Regie, mit dem kompletten Team und es war im Grunde genommen, als würden wir ganz normal schon eine echte Szene drehen und das hat auf jeden Fall unheimlich geholfen, auch sich in diese Rolle einzufinden und dann konnte ich mir auch schon gut vorstellen, wie es sein würde, vielleicht diese Rolle spielen zu dürfen. Wie ist da der Puls bei so einem Testdreh, wenn da das ganze Besteck dasteht? Er darf nicht zu hoch sein, weil ich glaube, das hört man dann an der Stimme und das darf nicht passieren, aber ich glaube, man kann es auch nicht ganz verstecken. Und es ist vielleicht auch gut, weil man merkt ja, wenn der Puls hochgeht, es ist irgendwie was Wichtiges und das war's für mich. Dann ist die Szene gedreht. Du ziehst die Kleidung wieder aus, gehst langsam von dem Gelände runter und platzt man dann vor Hoffnung oder versucht man sich zu sagen, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht klappt? Es ist ein bisschen wie bei jedem Casting. Man weiß nicht, wie gut die Chancen stehen. Es gibt sehr viele Menschen, die da mitentscheiden und so war es dann auch. Also die Entscheidung hat sich ein bisschen hingezogen, weil es natürlich über mehrere Tische geht und das dauert einfach ein bisschen, der ganze Prozess. Und in der Zeit sitzt man dann erstmal da als Schauspieler und kann natürlich nichts machen. Und dann jedes Mal, wenn das Handy klingelt, denkt man sich, ah, vielleicht ist das der Anruf. Aber auch dieser Anruf kann natürlich eine Absage oder eine Zusage sein. Deswegen bleibt es auf jeden Fall noch lange spannend. Und die jungen Ärzte sind ja eine Serie, die sehr, sehr lange schon läuft und natürlich auch weiterhin produziert wird. Deswegen heißt das natürlich auch für dich, du kannst jetzt erstmal bei anderen Rollen natürlich nicht so easy peasy zusagen, oder? Das hoffe ich mal schon. Das müsste eigentlich möglich sein, denn das Gute ist, dass wir eben nicht Montag bis Freitag drehen. Also grundsätzlich wird Montag bis Freitag gedreht, nur das bedeutet nicht, dass ich Montag bis Freitag dort vor Ort sein muss. Und ich denke, da wird sich in der Zukunft auf jeden Fall die Möglichkeit ergeben, auch noch bei anderen Projekten mitzuwirken. Und das hoffe ich auch, denn es ist unglaublich wichtig, als Schauspieler eben nicht zu bequem zu werden, auch in einer Rolle und weiter Eindrücke zu sammeln. Und dazu gehört eben auch, an anderen Sets zu arbeiten und dann wieder zu sehen, wie wird dort gearbeitet. Was ist vielleicht anders, was kann ich von einer anderen Rolle mit rübernehmen, was lerne ich woanders Neues und kann das dann eben bei den jungen Ärzten auch wieder nutzen. Und 2016 warst du schon mal bei den jungen Ärzten, ne? Was hast du da gemacht? Genau, ich war schon mal bei den jungen Ärzten, allerdings in der Rolle als Freund einer Patientin und das ist definitiv nicht die gleiche Rolle, die ich dann heute spiele, aber ich habe das Glück, dass es schon ein paar Jahre zurückliegt und ich mit einer neuen Rolle jetzt zum Cast dazustoßen darf. Was man nicht so leicht rauslesen kann, aber was ich von dir weiß, du bist sehr gut unterwegs im Thema Parfum. Das stimmt, ja. Warum ist das so? Was reizt dich da so dran?
Ich muss sagen, es ist so ein bisschen mein Pandemie-Hobby geworden, so würde ich es bezeichnen. Also in der Zeit bin ich irgendwie darauf gekommen, dass ich Parfums wahnsinnig interessant finde. Und ich hatte durchaus auch schon früher Parfums und habe verschiedene Parfums durchgetestet, wie man das so macht. Aber in der Pandemiezeit bin ich dann darauf gekommen, dass man sich auch Proben zuschicken lassen kann. Denn man konnte ja nicht in Parfümerien gehen und die dort vor Ort testen. Und so hatte ich dann ganz viele kleine Proben zu Hause und habe mich dann so durchgetestet und habe dann angefangen, dass man so merkt, okay, man kann unterschiedliche Duftnoten rausriechen. Dann gibt es unterschiedliche Parfums zu unterschiedlichen Anlässen. Und habe da so eine kleine, mir vorher unbekannte Leidenschaft entdeckt. Und jetzt steht in meinem Regal eine, sagen wir mal, kleine Sammlung, die aber auch nicht mehr sich so weit ausdehnen darf, denn es gibt nicht mehr so viel Platz. Gibt es auch Parfums für unterschiedliche Uhrzeiten an einem Tag? Ja, auf jeden Fall. Also gerade morgens zum Beispiel würde ich persönlich nicht so einen schweren Duft auftragen, sondern eher was Leichtes, vielleicht Sportliches, was einen so ein bisschen in den Tag trägt. Und dann abends vielleicht etwas Süßeres, vielleicht auch einen etwas dunkleren, schwereren Duft. Bei der Arbeit allerdings nehme ich grundsätzlich eigentlich einen Duft und den trage ich über den Tag. Aber auch da ist es mir natürlich wichtig, dass man gut riecht. Denn normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist und wir unter Corona-Bedingungen drehen, dann kommt man natürlich Kollegen und Kolleginnen auch ein bisschen näher bei einem Dreh. Und ich achte da sehr darauf, wie Menschen riechen. Und ihr habt also gehört, da ist viel Passion drin. Also wenn ihr mal einen Parfum-Ratschlag braucht und ihr habt das Glück und Leon hat Zeit, dann schreibt ihn doch mal, ob er das empfehlen kann, was ihr euch ausgesucht habt. Auch die Liebe spielt natürlich so ein bisschen mit rein, ne, bei deiner Figur. Es deutet sich ja schon am Anfang der ersten Folge an, da gibt es so ein bisschen flirty, das lässt dann so ein bisschen nach. Und am Ende der ersten Folge, sie lief ja jetzt schon, sagt jemand zu dir, ich verrate mal noch nicht wer, falls ihr es nicht gesehen habt, jemand sagt zu dir, ach kleiner Flo, du bist schon niedlich. Und da habe ich mir gedacht, ungewöhnliches Kompliment, wenn man jemanden noch gar nicht so lange kennt. Also es wirkt nicht cringe oder so, es passt schon in dem Moment. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast im Drehbuch? Ja, ich dachte mir, es ist eigentlich ganz cool, weil man ja auch diese Rolle noch nicht so ganz kennt. Und ich glaube, auch die Kollegin, kann man ja verraten, die das sagt, kann auch den Florian noch nicht so einordnen. Und so muss man sich dann erst kennenlernen und wie es eben auch im echten Leben ist, so wie ich ans Set kam und auch die KollegInnen noch nicht alle kannte, so ist das eben auch, wenn ein neuer Kollege ins Krankenhaus kommt. Und ich glaube, das ist deshalb ein vorsichtiger Kommentar, wo aber vielleicht auch ein bisschen mehr hinterstecken könnte. Lass uns auf jeden Fall überraschen. Und ich habe es lange nicht gesehen, aber Sanam, in dem Falle Leila, mal böse spielen zu sehen, weil da ein bisschen deine Figur verkackt, so 300, 400, 500 Sachen, lose übertrieben. Das ist schön, dass da halt dieser neue frische Wind reinkommt. Jetzt drehst du schon eine ganze Weile. Ist es für dich noch frisch, ist das noch neu oder ist es so langsam ein wenig Klinikalltag geworden? Alltag ist es nicht geworden, nee, das auf keinen Fall. Dazu trägt auch bei, dass wir nicht durchgängig mit einem Regisseur oder einer Regisseurin drehen, sondern alle drei Folgen auch ein Regiewechsel stattfindet. Das bedeutet, auch das bringt immer neuen Wind rein. Man hat wieder neue ArbeitskollegInnen und das ist auf jeden Fall cool, weil dadurch ist es eigentlich immer, als würde man wieder neu zur Arbeit kommen. So oder so, aber freue ich mich eh auf jeden Drehtag und da eben auch die Rollen unterschiedliche Dinge erleben, darf man auch als Schauspieler dann am Set jeden Tag irgendwie was anderes spielen und da bei den jungen Ärzten ja auch viele nicht ganz alltägliche Dinge passieren, darf man eben auch nicht ganz alltägliche Dinge als Schauspieler dann spielen und das ist auf jeden Fall ein Riesengeschenk. Und aus ZuschauerInnensicht, was ist für dich das Coolste an den jungen Ärzten? Ich glaube, die Dynamik ist sehr cool, also dass jede Rolle natürlich so seine oder ihre Eigenarten hat und man dann sieht, dass das Zusammenspiel dann doch einfach ein großes Team ergibt und alle am Ende an einem Strang ziehen, zusammenarbeiten und natürlich die Interaktion mit den PatientInnen, dass man ganz viele verschiedene Menschen kennenlernt, ganz viele verschiedene Lebensgeschichten und daraus auch natürlich Konflikte entstehen und die jungen Ärzte immer an der Seite stehen und versuchen, wo sie können, zu helfen und manchmal aber auch feststellen, wie Florian das leider feststellen muss am Anfang, dass Motivation und Ehrgeiz nicht immer reicht und man vielleicht manchmal auch einen Gang zurückschalten sollte und es erfahrene KollegInnen gibt, auf die man dann an manchen Stellen hören sollte. Aber auch aufs Bauchgefühl. Das lernen wir in der Folge auch. Und wir sehen eine Art Demenztest in der Pilotfolge, in der ersten Folge mit dir. Es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Ich freue mich, dass du jetzt mit dabei bist bei In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Das ist immer Donnerstag, 18.50 Uhr auf der ARD zu sehen. Und mit dabei, Leon Waschik. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Ciao. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte, Nico. Danke dir. Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Du hast jetzt natürlich noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wunderbarer Ort sein. Und es geht vor allem schneller, wenn wir darauf achten, dass wir mit unserer Ernährung vielleicht nicht den Planeten mutmaßlich zerstören. Ich weiß, dass es auch Leon ein wichtiges Thema ist. Deswegen, es muss nicht immer Fleisch sein. Ich weiß, viele denken, oh, das sagen doch alle. Das hat übrigens seinen Grund, dass das alle sagen. Checkt es einfach mal gegen. Googelt mal, ist Fleischessen gesund? Da gibt es unglaubliche Sachen, die ihr erfahren werdet. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr, wieder zur Web Talk Show. Und jetzt die Abschlussworte von Leon. Bis dann. Es muss ja nicht ein Satz sein, oder? Nee, bitte, du hast alle Zeit der Welt. Gut, da Nico mir jetzt die nächste halbe Stunde hier zur Verfügung gestellt hat, um ein kleines Referat zu halten. Nein, ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Also, was ich wieder mit einer neuen Rolle gelernt habe, eben mit Florian Osterwald als Arzt, ist, dass man an keiner Stelle eigentlich stehen bleiben darf. Und auch wenn man schon meint, vielleicht ganz viel zu wissen, darf man nie aufhören zu lernen. Das merkt Florian in seinem Klinikalltag, in seinem ersten Arbeitstag, merkt, es reicht manchmal nicht nur motiviert und ehrgeizig zu sein. Es gehört manchmal auch viel Erfahrung noch dazu. Und das, was ich durch diese Rolle wieder lernen durfte, ist eigentlich auch das, was sich in meinem privaten Leben immer wieder bestätigt, dass man grundsätzlich nie aufhören sollte zu lernen und zu wachsen.